Malte, liebe Freunde, ich bin's wieder, euer Zweirad-Noob. Heute geht's wieder weiter mit unserer Baden-Vulcano, denn ich möchte mal gerne wissen, was die Höchstgeschwindigkeit ist, weil irgendwie scheint das gefühlt jetzt nicht gedrosselt zu sein. Oder ich bin einfach so schwer, dass das Ding bergab ein bisschen schneller geht. Man weiß es nicht, heute kommt der Test. Ich bin jetzt ein bisschen mit dem Ding gefahren. Moment. Das sind jetzt 170 Kilometer schon. Ich bin immer auf Vollgas, immer am Limit. Einfahrphase, langsam fahren, niedrige Drehzahlen. Da bin ich kein Fan von. Denn nämlich gerade mit den Billigdingern, da habe ich noch Garantie drauf, wenn er mir jetzt in die ersten 300 Kilometer kaputt geht, weil in den ersten 300 Kilometer soll man da den ersten Ölwechsel machen. Ich gebe den direkt gleich auf die Fresse, weil dann arbeitet sich alles schon mal schön ein, natürlich wenn der Motor warm ist. Und dann lasse ich gleich mit dem ersten Ölwechsel nämlich die ganzen Metallteile raus, die sich dann abgelöst haben. Die Einfahrphase beschleunige ich dann quasi ein bisschen. Ich habe ja Super Plus getankt mit dem Kraftstoffadditiv. Ich habe ja das Öladditiv reingehauen, also rein theoretisch müsste es sich super einfahren und danach sollte der Motor halten. Na und das ist jetzt so meine Logik. Soll jeder machen, wie er meint. Auf jeden Fall hat er jetzt schon locker 150 Kilometer von mir Vollgas und immer volle Drehzahl bekommen. Wenn er warm war. Gut. Und da habe ich schon festgestellt, von der Leistung wird er immer ein bisschen schneller, kräftiger. Je mehr ich damit fahre. Ich habe schon im Forum gelesen, dass solche China-Dinger schon, dass die anfangs keine Leistung haben. Und dann bei 1000 Kilometer sollen die Dinger dann immer ihre volle Leistung dann haben. Na, das merke ich. Das wird immer mehr. Und ich kam jetzt langsam auch bergauf. Aber nichtsdestotrotz. Heute tun wir den mal messen, wie schnell er fährt und wie lange er dafür braucht. Ich habe jetzt meine Dredgy hier mal an den Tank getan. Kann man das erkennen? Ja, da hängt meine Dredgy. Und dann mit mir, mit meinen 95 Kilo und Tasche, wo nochmal, keine Ahnung wie viel Kilo, nochmal 3, 4 Kilo, sagen wir mal 100 Kilo drauf, Tank halb voll. Und dann schauen wir mal, was der noch in seiner Einfahrphase an Tempo bringt. Aber ich glaube, der ist schneller, als er eigentlich darf. Einfach mal ein Test. Weil ich habe an dem Ding ja noch nichts gemacht, noch nicht. Und dann schauen wir mal, was der denn so kann. Und bevor es losgeht, ihr könnt ja schon mal sehen, ob ich schon mal richtig drauf sitze, weil ich weiß nicht, wohin mit meinen Füßen, ich weiß nicht, wie ich mich da drauf hocken soll auf dem Moped. Ich denke einfach mal so nah wie möglich an den Tank vorne ran und die Beine dran. Bloß beim Schalten oder wenn ich längere Distanzen fahre, weiß ich einfach nicht, wohin mit meinen Füßen. Ich tue es dann halt dahin, wo es am bequemsten ist. Aber ja, wir machen jetzt eine 060, probieren wir mal. Ja, der Bock misst nicht. Ich probiere mal ein bisschen was aus.
So, es wird langsam dunkel, deswegen ich mache noch ein, zwei Testfahrten. Aber ich muss sagen, die Baten ist schon GPS gemessen ziemlich schnell, dafür, dass es serienmäßig ist. Frisch neu aus dem Werk und noch nicht mal richtig eingefahren. Scheppert halt wie Sau, die Plastikteile vibrieren. Ich glaube, da muss man vielleicht auch mal was machen. Ansonsten, ich bin voll happy. Ich habe gedacht, damit kann man richtig schön im Verkehr mitfließen. Und so alt wie das Moped ausschaut, ich denke dann nicht, dass ich angehalten werde. Außerdem ist das Ding original und neu. Wie da die Rechtslage ist, weiß ich nicht. Nee. Vielleicht ist das auch alles nur eine Fehlmessung, man weiß es nicht. Ja, Moped läuft gut. Kurzes Video, aber wir haben festgehalten, die Baten läuft gar nicht mal so schlecht mit ihrem 50 Kubik Einzylinder, luftgekühlt, Einspritzer. Auf jeden Fall. Schaltet ein, es gibt weitere Videos, wie ich einen Ölkühler einbaue oder Service mache. Bleibt auf jeden Fall dran. Servusle, Unterde.